Yo, ne? Ich begrüße euch damit mal zu einer neuen Folge. Nein, zu einer neuen Folge. Zu einem neuen, eine Stunde in. Ja, es geht weiter mit der F-Zero-Reihe. Wir sind ja immer noch nicht ganz fertig. F-Zero GP Legend ist der nächste Teil für die Game Boy Advance. Und ich glaube, der ist wieder ein bisschen besser als Maximum Velocity, was ein super merkwürdiges Spiel war. Ich drücke mal Start. Ja, hier habe ich schon mal einen kleinen Testspielchen gemacht. Pen. Ja, ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ich glaube, wir machen mal 9. Den wir jetzt nennen. Popo. So, genau, denn F-Zero GP Legend hat einen Story-Modus tatsächlich. Ja, ähnlich auch wie F-Zero GX. Allerdings, ja, habe ich hier erstmal nicht die Ambition, davon irgendwann nochmal ein Let's Play zu machen. Von daher würde ich sagen, wir schauen uns den auf jeden Fall heute auch nochmal ein bisschen an. Ich habe da schon mal ganz kurz reingeschaut, das war auf jeden Fall lustig. Und deswegen, ich glaube, die erste Mission habe ich schon absolviert, deswegen wäre die am anderen Spielstand vielleicht schon weg, ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz klassisch mit dem Grand Prix an, ja. Und wie merke ich gerade, wenn ich laut bin, vielleicht, wenn ich einfach so da reinschreie, dann übersteigt mein Mikro wieder so ein bisschen, aber nur so ein bisschen. Also ist, glaube ich, alles gut. Grand Prix! Ja, auch hier nochmal sorry, dass jetzt den Monat, beziehungsweise letzten Monat im Juli kam, glaube ich, kein einziges eine Stunde in, dafür ja in der letzten Zeit mehr mit F-Zero. Das lag daran, weil ich einfach viel zu tun hatte und es einfach nicht geschafft habe. Naja. Gut, wir sind schon wieder Loser und nehmen die niedrigsten. Der Bronze Cup. Rick Wheeler, kenne ich nicht. Pico, den kenne ich. Captain Falcon, den kenne ich auch. Samurai Goro, den kenne ich auch. Und Dr. Stewart, den kenne ich auch. Okay. Kann man hier schon sehen, was die anderen sind? Nicht so wirklich. Das sieht aus wie eine weibliche Frisur. Sind hier. Ach, guck mal, es geht hier noch weiter. Ich wollte schon sagen, so. Weil man das hier, der. Den kann ich auch sagen. Viel weniger Charaktere als sonst. Nee, Alter. In dieser Fall werden die eine ganze Menge. Keine Ahnung, wie man die freischaltet. Muss man die wieder kaufen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir nehmen ganz klassisch den Kumpel hier. Moment. Kann das hier noch einstellen? Nö. Okay. Aber schicke 3D-Animation gerade. Also 3D in Anführungszeichen, ne? New City. Tradition Park. Ach ja. Ah, hier geht das. Boah, der Graph ändert sich ja krass. Machen wir mal wieder so. Okay. Tja, sind wir wieder zurück auf dem GBA. Ich weiß, die letzten beiden F-Zero-Teile sind jetzt echt nicht mehr so interessant, aber ich will sie trotzdem euch einmal zeigen. 3, 2, 1, go! Ich hoffe auf jeden Fall mit, endlich wieder klassische New City Musik. Ich hoffe auf jeden Fall mit dem letzten Teil, mit F-Zero Climax, klappt das auch, weil der ja Japan exklusiv ist. Ich weiß nicht, ob der eine englische Übersetzung zumindest hat. Ich hoffe es, weil sonst könnte es ein bisschen problematisch werden. Aber gucken wir mal. Ja, und bald haben wir auch endlich wieder Zeit für normale eine Stunde Ins, ja. Wir fahren wieder zu 30, das ist schön. Für ein GBA-Spiel ist das ja gut. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, mit dem Boost. Ich kann den Boost leider nicht benutzen, weil, ich habe mal nachgeguckt, man muss den tatsächlich mit den beiden Schultertasten machen. Ich glaube, so ging das auch im anderen Teil. Das Problem ist, wenn ich beide Schultertasten drücke, passiert das. Ja, nämlich gar nichts. Ich glaube, es ist einfach emulatortechnisch einfach nicht möglich, zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. Ja, das heißt, wir müssen ohne Boost auskommen, aber macht ja nichts. Für eine Stunde hin sollte es reichen. Ja, wie gesagt, die F-Zero-Reihe, ich wollte sie jetzt einfach mal, ne, wenn, dann wollte ich jetzt auch mal jeden Teil einmal zeigen. Klar, ich hätte es auch bei den interessanten Teilen quasi den Dreien belassen können und die GBA-Teile einmal komplett rauslassen, weil die eh gefühlt niemand kennt. Aber ich dachte mir, nö, wenn, dann will ich euch auch alle einmal zeigen. Und der Teil hier ist auch wieder deutlich angenehmer als Maximum Velocity. Hier gibt es scheinbar keine, du musst ein bisschen Platz erreichen pro Runde, sonst fliegst du raus, Begrenzung. Man bounzt nicht durch die halbe Weltgeschichte, wenn man einmal gegen die Wand knallt. Es gibt wieder 30 Gegner. Sehr viel angenehmer. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen leise. Dafür entschuldige ich mich. Mehr kann ich dagegen auch nicht tun. Das ist auch immer schön, wieder ein bisschen leisere Musik zu hören auf den Ohren beim Aufnehmen. Ja, damit ich nicht so rumschreie. Oh, meine Nase juckt. Ist gerade sehr ungünstig. Muss nämlich lenken. Moment. So. Hier eine Stunde füllen, ey. Goal! Ja. Yeah. Das ist schön.
Verblödet Maschinen 4. Okay, also Leben gibt's auch wieder. Aber macht dir nichts. Mhm. Clash. Leon ist 16. Hä, ich bin noch Erster. Ja. Weiter. Wie gesagt, wir gucken uns einfach mal wieder die ganzen Strecken und würde ich sagen, vielleicht doch nicht den Story Mode, mal gucken. Wenn ich sie schaffe, dann kommt ein Let's Play, ich verspreche es. Oh Gott. Schön, wie da oben Vogelperspektive noch steht. Ja, was denn auch sonst? Ja, fahre ich eigentlich mal ganz gut, wenn ich ein bisschen mehr aus Höchstgeschwindigkeit gehe, weil ich halt so ein geskillter Fahrer bin und nie gegen Wände fahre. Junction. Aha. Red Canyon. 3, 2, ready? Okay. Ich nehme mal den Weg. Wir nehmen mal beide Wege. Oh, beim anderen kann man jumpen. Gewagten Sprung. Aua, aua. Immer kommen sowieso wieder die Strängen, die mich abfacken. Ja, sonst kein F-Zero. Aber Nintendo, ne? Wäre doch jetzt mal eine Idee. Gerne eine Booster. Jetzt mal wieder neues F-Zero. Wie wär's? Versucht's doch einfach nochmal, Nintendo. Ich weiß, die Reihe war nie so erfolgreich. Ach, muss ich gar nicht sagen, ups. Aber man kann doch mal ausprobieren, oder? Jetzt auf der Switch. Da verkauft es sich doch. So, der GameCube war halt nicht erfolgreich. Deswegen hat sich das Spiel halt auch einfach nicht verkauft. Der N64 war, ja, geht so. Nicht so erfolgreich wie die PS1, aber ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es sich verkauft hat. Ja, ein GameCube-Spiel kann sich ja gar nicht oft verkaufen. Oh mein Gott. Was passiert hier? Gib Gas. Oh, wei, wei. Jetzt ein neuer Teil für die Switch. Gerade jetzt so in der Flaute. Nintendo kündigt gar nichts an. Kann man nochmal machen. Obwohl, heute wurde ja Pikmin, tatsächlich heute, wo ich es aufnehme, Pikmin 3 Deluxe Edition angekündigt. Bin ich sehr froh drum. Das heißt, ich muss mir nicht die Wii U-Version holen. Wenn ich es dann irgendwann mal spielen möchte. Möchte ich gerne irgendwann nochmal, ja. Ich glaube, beinahe der Weg hier ist länger. Sieht sich irgendwie länger an. Weiß auch nicht. Kommt mir wahrscheinlich nur so vor. Was aber ein bisschen nervig ist an Nintendo, finde ich immer bei den. Also, es ist ja schön, dass die ganzen Wii U-Spiele nochmal für die Switch kommen, weil ungefähr 3 Menschen auf der Welt eine Wii U noch besitzen. Einer von mir. Was auch so ein bisschen ätzend ist, dass die Preise halt immer noch so übertrieben teuer sind. Ich glaube nämlich, Pikmin 3 wird auch wieder so ein 70 oder 60 Euro Spiel. Wo du denkst, okay, von Wii U kriege ich es für einen 10er wahrscheinlich. Und hab dann vielleicht ein bisschen weniger Content, okay, aber naja. Haben sie jetzt schon bei Donkey Kong Tropical Freeze gemacht. Finde ich nicht so geil. An sich sind die Spiele natürlich super, das steht außer Frage. Aber naja. 3, 2, ready, go. Wo Nintendo doch sonst in der Hinsicht immer nett ist. Gerade so DLC-technisch ist Nintendo ja immer super nett und wenn du halt für Nintendo DLC bezahlst, dann ist es auch meistens immer wert. Naja. Firmenpolitik. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Da habe ich fast einen Abflug gemacht. Aber auch noch fast. Wie viel Damage ich schon habe. Kurz aufheilen hier. Ach, schade, dass ich nicht boosten kann. Ich meine, das ist ganz praktisch. Dann, ne? Töte ich mich nicht aus Versehen selbst. Das geht definitiv nicht. Wobei da eben so ein Chuchu kommt. Achso, das ist einfach nur das Lenin. Okay. Lenin. Naja. Ja, ja. Oh Gott, ich will da immer nach rechts so. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so ein Drang. So ein Rechtsdrall habe ich da. Tja, eine Stunde geht gerade mal 10 Minuten. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, über was ich noch reden soll. F-Zero halt. Man fährt Rennen und gewinnt im Idealfall. Aber meistens auch nicht. Oder öfter auch nicht bei F-Zero. Ich habe mir dann GX übrigens immer noch nicht für den GameCube besorgt. Stattdessen ein anderes Spiel. Ich kann es ja mal erwähnen. Ich habe mir tatsächlich jetzt ein Spiel gekauft für den GameCube, welches relativ teuer ist und war. Nämlich Metal Gear Solid The Twin Snakes. Ja. Möchte ich ja nochmal spielen. Demnächst als Live-LP.
war schon lange am Überlegen, ob ich mir das kaufe oder ob ich es dann über einen Emulator spiele. Die Tatsache, dass jetzt F-Zero so unstable lief und allgemein der Emulator irgendwie ganz schön kacke ist, ich bin echt kein Fan des GameCube-Emulators und dieses Dolphin-Emulators, weil der irgendwie echt nicht so sauber läuft. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber ich kriege den echt nicht so gut zum Laufen. Dachte mir schon, naja, wäre schon geiler über Originalspiele oder Konsole. Aber ja, es ist relativ teuer, das Spiel. Und ich hatte das schon länger in der Beobachtung, ne, hab dann neulich mal wieder geguckt und dann waren die Preise plötzlich komplett am Ausrasten. Auf Amazon war das Spiel für 400 Euro angeboten. Ich dachte mir so, was zum Teufel ist denn da passiert? Zuletzt war es so 50 bis 60 Euro. Hab dann auf eBay geguckt, da waren dann auch so Preise im 100er Bereich. Ich hab das nicht eingefunden für 70 Euro. Und da dachte ich mir, okay, ab jetzt kannst du noch teurer werden. Wahrscheinlich wird das Spiel jetzt einfach immer teurer und immer viel wert. Dann beiße ich jetzt aber den sauren Apfel und kaufe mir das Spiel für 70 Euro. Habe ich getan, es kam jetzt auch an. Super Zustand, ich muss nochmal testen, ob es funktioniert. Gerade bei so einem wertvollen Spiel möchte man es dann doch mal tun. Congratulations. Bidip. So, kommt noch ein Rennen. Ja, ne, wir sind gerade noch beim dritten. Warte mal, es kommt eine andere Musik. Lightning, okay, doch nicht. Ja, aber jetzt habe ich's, ne? Und dann in ein paar Jahren, wenn ich Geld brauche, verkaufe ich's und dann bin ich wahrscheinlich reich. Ende. Eine gute Altersvorsorge. Jetzt noch einmal Paper Mario Legende vom Eontor kaufen. Und Castlevania Symphony of the Night für PS1. Und gibt's noch so. Metroid Prime Trilogie, die ich besitze, könnte auch in ein paar Jahren sehr viel wert sein. Die wird auch immer teurer. Die ist auch schon so bei 80, 90 Euro. Eine gute Wertanlage da rechts, links im Regal. Yeah. Aber ja, demnächst an einem Live-EP kann ich ja schon mal an der Stelle teasern. Wird dann wahrscheinlich das Folgeprojekt von Days, also von Kingdom Hearts 258 and a half Days, welches nach Love is, Last is Strange, wollte ich gerade sagen. Da komme ich auch Live is Strange. Auf, mein Gott, da muss ich lange. Hilfe. Was dann das Folgeprojekt von Last of Us 2 wird, welches dann hoffentlich bald, auch mal zu Ende geht. Nicht, dass das Spiel doof ist oder so, aber ne, ihr wisst schon. Muss Spiele spielen. Ich habe dann tatsächlich auch vor, weil demnächst habe ich ja tatsächlich wieder sehr viel Freizeit. Und so ein bisschen ist mein Plan dann auch, die Metal Gear-Reihe nochmal zu spielen. Zumindest bis Teil 4. Ohne Metal Gear 1 und 2. Also ohne die quasi, ne, MSX-Spiele. Und wahrscheinlich auch ohne Portable Ops. Nur die, also quasi Metal Gear Solid Twin Snakes, quasi als Remake von Teil 1. Da nochmal 2, 3, 4 und, mein Gott, ich fahre hier wie so ein Besoffener, tut mir leid. Und dann wahrscheinlich auch nochmal Peace Walker, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil ich das Spiel echt nicht so geil fand. Aber ja, würde ich dann nochmal spielen für die PS3, wir werden dann so ein bisschen auch auf Trophäenjagd gehen. Also nicht Platin holen, weil das ist einfach viel zu krass im Spiel. Es war eine Trap. Scheiße. Ups. Tod. Voll die dramatische Musik. Runde 3, Crash. Schön. Naja. Ein bisschen auf Trophäenjagd gehen und vor allem die Story nochmal erleben, weil ich habe irgendwie alles vergessen. Freue ich mich auch drauf, ja. Und Teil 5 dann halt auch nicht neu, ne? Weil das habe ich jetzt. Habe ich auch nicht so das Interesse dran. Und da habe ich ja auch schon. Warum nicht so langsam? Und da habe ich ja schon tatsächlich damals in der PC-Version eigentlich fast alle Achievements geholt. Also, glaube ich schon so. 80% oder so, von daher. Das reicht mir. Aber es stört mich immer. Gott, es stört mich immer so ein bisschen, wenn ich in meinen Trophäen-Locker und in meinem Medigear-Teil sehe mit wenig Prozenten, gerade Teil 4. Muss man mal wieder ein bisschen aufwerten da. Ja, demnächst also mal wieder ein bisschen Streams abseits der Norm. Einfach mal hier die Ankündigung, ne? Denn ich muss ja jetzt, das kann ich einfach mal erzählen. Ich habe es, glaube ich, schon häufiger erzählt, aber. Ihr seht das Video, glaube ich, am Freitag, wenn ich mich gar nicht täusche. Also heute, tatsächlich, wenn ihr das seht oder sehen könnt, muss ich meine letzte Hausarbeit abgeben, beziehungsweise eine Hausarbeit, für die ich jetzt nachher wahrscheinlich nochmal ein bisschen und dann morgen, Donnerstag und am Freitag selbst auch nochmal, bin wieder drauf reingefallen, nochmal ordentlich Zeit rein investieren muss, nochmal richtig ackern muss, die fertig schreiben. Es wird eine scheiß Hausarbeit, so viel gebe ich zu, aber ist okay. Ja, und dann bin ich quasi frei. Bis Ende September muss ich dann noch eine schreiben, aber das ist ja easy viel Zeit, 2 Monate. Da werde ich mir das schön einteilen, ohne Stress, ohne dass ich quasi
ja, nicht während der Uni-Zeit und vor allem ohne Stress, dass ich mehrere schreiben muss. Einfach nur die eine und dann habe ich einmal Ruhe. Und dann habe ich mal wieder Zeit, ein bisschen auch abseits der Norm zu streamen. Der Stream zu Normen, genau. Wer ist Norman? Abseits der Norm zu streamen. Dann will ich auf jeden Fall den Medigeral nochmal durchzocken. Hab ich Bock drauf, freue mich. Ja, lustige Zeit auf jeden Fall gerade. Aber ich freue mich richtig auf Freitag. Wenn ihr das hier seht, ne, heute Abend. Wenn ich fertig bin mit der Hausarbeit hoffentlich. Dann wird einfach gechillt. Gut, morgen, wenn ihr das seht, muss ich nochmal arbeiten am Samstag. Aber das ist ja dann auch, ne, das ist ja dann auch kein Problem. Den Geld verdienen ist auch nicht schlimm. Das 70-Euro-Spiel wieder reinholen, was ich mir gerade gekauft habe. Vielleicht werde ich dann auch schon mal direkt das nächste eine Stunde hin aufnehmen, weil ich bin so ein bisschen am Überlegen. ich finde es schön, wie das Video hier gerade zu so einem Info-Video wird. Das ist eine Stunde, aber macht ja nichts. Ja, demnächst erscheint so ein Spiel namens Microsoft Flight Simulator. Und ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe extrem Bock darauf, das zu spielen. Allerdings keinen Bock dafür Geld auszugeben. Beziehungsweise, ich habe halt Bock, es zu testen. Weil ich mir denke, Alter, also ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber das Spiel ist ja komplett wahnsinnig. Mit wahrscheinlich der besten Grafik, die es je gab. Man kann einfach die komplette Welt bereisen. Ja, echte Welt, die ja mit Google Maps und allem da gemacht wurde. Was heißt Google Maps, aber mit irgendwelchen echten Map-Daten ficken. Oh, ich bin so ein Vollidiot, ey. Ah. Gut, so fühlt man auch das eine Stunde hin, ne? In der letzten Runde. Oh, ich bin so ein Keck, ey. Egal. Und da mal wirklich die Welt so ein bisschen zu erforschen. Ja, in Corona-Zeiten kann man ja nicht reisen, deswegen machen wir es so. Und ich habe kein Geld. Deswegen hätte ich schon Bock drauf. Das Problem ist, das Spiel kostet 70 Euro. Aber es gibt ja den Xbox Game Pass. Und generell bin ich eigentlich nicht so der Fan davon. Also Streaming-Dienste nutze ich ja auch, gerade im Bereich Film und Fernsehen. Ich habe auch Netflix. Oh, du Arschloch. Oh Gott, war das knapp. Dann ist, glaube ich, gestorben. Also noch 30 Fahrer. Hm. Ja. Und den einfach mal zu testen, weil das Spiel ist tatsächlich damit inbegriffen, was ich ganz schön krass finde. Und den einfach mal testen und dann halt wieder abbestellen. Weil ich denke mir halt schon so, naja, das wird halt ein richtig geiles Spiel. Einfach mal zum Testen. Einfach mal so, wie sieht das aus, die ganze Welt? Was kann man da so sehen? Aber so Langzeitmotivation. Aus Gameplay-Sicht halt wahrscheinlich nicht, weil es ein fucking Flugsimulator ist. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Also mit dieser beeindruckenden Grafik das zu sehen, hätte ich schon mal Bock drauf. Was ich sagen möchte, ich hätte dann Bock tatsächlich auch mal in einer Stunde inzumachen. Ich meine, in einer Stunde kann man wahrscheinlich echt wenig sehen, aber... naja. Ich kann auch Let's Play von machen. Gibt es da wirklich so eine Art Story-Modus? Ich weiß es nicht. Naja, aber zumindest, einmal testen. Und ja, vorher wäre es halt ganz geil, wenn wir die F-Zero-Reihe auch einmal durchballern, ne? Fehlt ja nur noch Climax, sind wir auch fertig. Das heißt, diesen Monat als Ausgleich gibt es drei eine Stunde ins. Weil das Spiel erscheint in 2 Wochen? Ich glaube, so knapp 2 Wochen. Mitte, Ende August irgendwann. Jedes Mal wieder. Hässliche Scheißrampe. Kriegst du so ein bisschen Augenkrebs schon so bei der Strecke, ne? Mit diesem Gitternetz hier, weil nur da hinten wildes Pixelgewusel ist. Naja. Au, 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 au. Wie war das vorhin noch mit, man bounce nicht durch die halbe Weltgeschichte, wenn man irgendwo ankommt? Ich revidiere diese Aussage. Ich konzentriere mich jetzt gerade übrigens mal ein bisschen. Tatsächlich. Weil es passiert nicht häufig bei mir. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu sterben. Reicht es mal so langsam. So. Aua. Aber leicht ist ja echt leicht hier. Wer hätte das erwartet? Nee, aber sonst Banana FC ist auch der leichte Schwierigkeitsgrad gar nicht mal so, ne? Aber hier, ja. Ich bounce gegen jeden Wand, bin trotzdem Erster. So muss ein leichter Schwierigkeitsgrad aussehen. Für die absoluten Vollnoobs unter uns. Wie mich. Final lap. Ich freue mich echt ab Freitag, wenn ich durch bin, ey. Einfach nur chillen quasi, also ein bisschen Hausarbeit schreiben, aber ich werde es dann wirklich auch mal versuchen aufzuteilen, dass ich wirklich mir vielleicht 1-2 Wochen frei nehme, gar nicht, und dann halt direkt wieder anfangen und dann wirklich nur so, dann muss ich ja, weiß nicht, dann reicht es ja, wenn ich eine Viertelseite am Tag schreibe, was dann 3-4 Sätze sind, so. Das kriegt man ja easy hin.
dass ich das einfach mal versuche. Und dann wird die qualitativ wahrscheinlich mal ein bisschen besser. Weil wenn ich immer so viele Hausarbeiten auf einmal hatte und mich immer so gedrückt habe, dann wurden die am Ende auch schlechter, als sie hätten sein können. Weil ich dann unter Druck gearbeitet habe und dann nicht mehr die Zeit hatte, da jetzt qualitativ zu gucken, okay. Ja, fertig, endlich. Zu gucken, dass es irgendwie eine schicke Hausarbeit wird. Danke, hat ja auch nur 5 Versuche gedauert. Ich voll Idiot. So, haben wir noch eine Strecke? Wahrscheinlich schon. Firefield, oh Gott. Okay. Yes, sir. Nehmen wir so. Oha. Lava sieht eigentlich ganz nett aus für GBA. 3, 2, ready? Allgemein sieht das Spiel gar nicht so schlecht aus. Finde ich jetzt doch schon deutlich angenehmer, aber als Maximum Velocity, das war ein komisches Spiel, ey. Jo, wir nehmen mal das klassische F-Zero und machen alles anders. Und zwar komisch. Ja, Ende. Okay. Der geht jetzt nicht so komplex, wenn man halt natürlich gegen die Wand bounce, ist ein bisschen nervig, aber die Strecke ist super kurz. Ah gut, meinetwegen. Nehme ich. Gar kein Problem. Aua, aua. Ich wette, wenn man... Uah! Ich habe nichts gesagt. Und so richtig sahnig gegen die Wand smackt, dass man doch gerne mal durchsmackt. Smacken ist ein schönes Wort. Smack my bitch up mäßig. Wenn in F-Zero wieder die Bitches abgesmackt werden. Two laps to go. Ist ein Lied von The Prodigy. Wir haben nochmal. Fürs Protokoll. Ganz coole Band eigentlich. Hör ich aber nicht. Final lap. Autsch. Nette Strecke. Nettes Spiel. Und die kommen das Geschwindigkeitsgefühl auch echt nicht schlecht rüber. So bei den anderen Spielen. Ne? Bei diesen, ich nenne es mal 2D-Spielen, eher so weniger. Noch 1,5 Minuten 5 Runden gezogen, nicht schlecht. Dritte Runde war scheiße, ja, da bin ich auch gegen alles gegen gefahren. So, war's das? Ich glaub schon, oder? Ja! Alter, nochmal Best of hier, yeah, guck mal, wie geil ich hier gefahren bin, wow. Oder sind das jetzt die ersten 3? Ich weiß es nicht. Nee. Aber nochmal alle Strecken hier. Mhm. Mistflow, ja. Genau. Mist! Mist Mountain. So, schrecklichste Strecke bisher. Komplette Inkompetenz meinerseits, muss man aber auch einfach sagen. Ich bin immer wieder auf diese scheiß Rampe da reingefallen. Hm. Firefield. Ach ja, aber nicht schlägt doch GX. Ich weiß, da bin ich ein bisschen eine Grafikhure, aber so was alles anbetrifft, ist das einfach am geilsten. Oh, guck mal, jetzt haben wir mehr Modi frei. Gut, Test. 48 verschiedene Missionen. Okay. Okay, dann möchte ich doch mal gerade reingucken. Klasse C. Muss man jetzt einfach nur den Streckenabteil ganz schnell fahren. Kurventechnik, Level 1. Lernen die Grundlagen. Schön, dass man das jetzt freischaltet, nachdem man einen Cup gefahren ist. Oder das war schon vorher da, ich war nur blind. Möchte ich nicht ausschließen. Gut, das ist ja vielleicht weniger spannend. Einfach nur einmal, um es gemacht zu haben. Was ist das so langsam? Oh, ist ja immer so langsam, das ist auch komisch. Aha. Okay. Nö. Scheiß Modus. Damn. Alter, wir haben schon 24 Minuten auf der Uhr. Oh, scheiße, wir müssen noch ein bisschen was schaffen hier. Grand Prix. Jo. Nobelklasse, aber der Silbercup. Silbercup. Den Dude spielt man übrigens in der Kampagne. Nehmen wir doch jetzt mal. Ach komm, wir kennen ihn ja nicht, ne? Wir spielen einfach mal. Der Wagen, den wir gerade hatten. Hm? Silence, oh nein. Oh.
Und war Silence die? Ja, doch, Silence war diese Windstrecke im Original, ne? Hoffen wir, dass es so ein Blödsinn nicht mehr gibt. Okay, da ist die Rampe eigentlich ganz nett. Statt dagegen zu bouncen, kann man sich wieder ein bisschen zurück auf die Strecke hieven. Oh Gott, hier sind ganz viele Fallen. Das gefällt ja meinem, ich bin schon dreimal an einer Falle in einer Strecke runtergefallen. Leon eher weniger. Meinem Leon. Meiner Attitüde, meiner... Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal einmal, was Attitüde heißt. Ich Arschloch. Three laps to go. Jetzt habe ich einen Rohrwurm. Habe ich euch auch gerne angetan. Aber hey, ich bin noch nicht in einen Trip geraten. Two laps to go. Kann ich sonst noch irgendwelche lustige Geschichten aus meinem Leben erzählen? Ich weiß nicht. Arbeit. Andy war jetzt da, ne? Ich kann aber ein bisschen davon erzählen. War cool, wir haben God of War 1 bis 3 innerhalb einer Woche durchgespielt. Alle drei Teile, ja. Final lap. Das hat schon sehr Bock gemacht. Sehr coole Spielerei, hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn Andy deutlich kompetenter war als ich und ich echt im Kämpfen mich immer ganz schön angestellt habe. Dafür war ich dann immer her bei den Geschicklichkeitsanlagen, glaube ich, ein bisschen besser. Haben uns aber gut abgewechselt. War schön. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, spielen wir dann wahrscheinlich das neue God of War. Also, ne, den 2018er Teil. Eventuell noch Ascension. Müssen wir mal gucken. Haben wir gesagt, wir spielen erstmal den neuen, weil wir da doch sehr interessiert dran sind. Weil das ja irgendwie doch komplett anders ist, aber trotzdem gut. Und ernster. Und dann, wenn wir halt noch Bock haben, bleiben noch Ascension. Das ist ja quasi das Prequel, spielt ja vor allem, aber es soll ja nicht so gut sein. Das Spiel geht ja allgemein so als, na, also mäßig gut. Streckenführung hat übrigens einen Penis da unten gerade. Oh, ich hab die. Scheiße. Hab das Ding nicht angepasst. Egal. Guck, seht den Penis da unten? Ich seh ihn. 3, 2, ready, fire. Manchmal irgendwie. Alter, manchmal irgendwie gibt er nicht Gas. Das ist irgendwie komisch. Wahrscheinlich im Emulator. Im Emulator. Sagen wir mal, ein bisschen kaputt ist. Aber egal. Ich finde es interessant, dass es hier immer so Rampen gibt, mit denen man sich noch retten kann. Juhu. Interessant auf jeden Fall. Hier kann ich rüber. Hehe. Hab ich gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Urgott Main. Oh Gott, ich fahre am Schaft entlang. Komm. Ja, in der Eichel. Jetzt am Schaft. Four laps to go. You've got a new booster. Gerne new booster. Ja, und nachdem Andi weg ist, musste ich tatsächlich, also ich habe ja dann eigentlich mich für die Hausarbeit versprochen, ne, dass ich jetzt quasi letzte Woche, wenn er weg ist, eigentlich nur daran sitze. Problem ist, ich musste super viel arbeiten. Also ich war halt dann für Freitag, also Andi ist Donnerstag abgehauen, ich war für Freitag und Samstag Arbeit eingeteilt, dachte mir schon so, geil. Na gut, mache ich halt, ne? Dann habe ich erfahren, für die nächste Woche bin ich am Montag eingeteilt. Geil. Also wieder ein Tag weg. Dann aber ab Dienstag, die letzten 4 Tage, komplett durchballern. Dienstagmorgen rufen wir an, können sie heute einspringen und ich natürlich am Telefon, der ich Nein sagen kann. Und vor allem, weil ich neulich schon mal absagen musste, zweimal, habe ich dann gesagt, ja, okay, ich spring ein. Ja, quasi 4 Tage hintereinander gearbeitet, kann man sagen. Also Sonntag nicht, aber 4 Tagen, an denen es möglich ist zu arbeiten, weil Sonntag hat der Laden zu. Guterweise. War schon ein bisschen stressig. Also jetzt weniger Arbeit per se war jetzt nicht schlimm oder so. Mittlerweile, ich muss ja auch ganz ehrlich zugeben, ich will es kaum sagen, aber ich mache es ja sogar fast ein bisschen gern mittlerweile. Also klar, kurz vorm Losgehen denke ich mir auch immer so, jetzt zu Hause bleiben wäre schon angenehmer. Aber, what the fuck? Alter, wenn ich zweimal drücke, dann mache ich so ein... Cool. Wenn ich zweimal die Schultertaste drücke, mache ich so ein... Ja, ihr habt's gesehen, ne? So ein Busch. Ein Busch mache ich da. Jo. Oh. Interessant. Wahrscheinlich kann ich damit einfach die Gegner wegbashen, so ein bisschen. Ist so quasi dieses Drehen wahrscheinlich. Irgendwann schlecht. Naja. Wo war ich? Aber so an der Kasse sitzen ist eigentlich ganz entspannt. Da geht die Zeit wenigstens rum, ne? Dann sind dann diese 7 Stunden ruckzuck vorbei und ich denke mir so, hey, ich habe jetzt schon wieder 70 Euro knapp verdient.
Ich weiß, Mindestlohn, das ist eigentlich echt traurig, aber für mich als Amtsstudenten reicht es und ich kriege noch Geld von meinen Eltern. Von daher, für mich absolut ausreichend. Erst einmal. An der Kasse ist halt auch so, da kriege ich das Gemecker der Kollegin nicht mit. Ja, schon mal erzählt, dass ich einen habe, die immer meckert. Mittlerweile geht's eigentlich. Man hat sich ein bisschen eingependelt. Ich glaube, mittlerweile kann sie mich auch, also was heißt leiden, aber sie hat kein Problem mehr mit mir, sage ich mal, ne? Und es geht. An der Kasse kriegt man da halt nicht viel mit. Da bist du halt alleine, den größten Teil. Zumindest unter Kollegen. Hast dann einfach deine Kunden, bei denen du nett und freundlich sein kannst. Und dann ist gut. Noch Probleme habe ich mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr, dass ich irgendwie irgendwen holen muss. Ist eigentlich ganz schön. Beastman, ja, schöner Name. Direkt aus, ist direkt aus Need for Speed scheinbar. Ich glaube, schon auch so einer so. So. Spider. Expansion Park. Ohne R wäre es das Expansion Pack. Falsche Konsole. 3, 2, 1, go! Ich habe gesehen, was ich gerade gemacht habe, ne? Nennt mich auch Mr. Timing. Das sind scharfe Kurven. Scharf! Oh, scharfe Kurven. Oh. Enge Straßen. Au. Ach, jetzt ist schon eine lustige Spielerei. Wow, muss ich hin? Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Four laps to go. Ist immer schön, ich mag es immer, wie er mit der Announcer zuballert. Leider, ich würde echt gerne mal boosten, so einfach nur fürs Protokoll, dass man mal gesehen hat, aber geht halt nicht. Ich drücke beide Schultertasten, passiert nichts. Vielleicht liegt es aber auch am Trigger, weil ich habe ja den, ich benutze halt den, oi, Xbox Controller. Xbox 360 Controller, ich weiß, ich bin viel zu unmodern damit. Bald hole ich mir den Elite Controller für 200 Euro. Da habe ich halt die Schultertasten auf die Trigger gelegt. Und vielleicht liegt es daran. Weil es eigentlich nur Knöpfe sind und keine Trigger. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Es folgt dann übrigens auch wahrscheinlich ab übermorgen dann das neue Projekt, ne? Weil, SpongeBob ging jetzt gestern zu Ende. Schönes Spiel. Und ich dachte mir, als Überbrückung mache ich jetzt einmal hier das eine Spiel in. Damit ich hier, ne? Nicht zusätzlich, weil ich habe, wie gesagt, nicht so viel Zeit momentan. Also klar, sind 40 Minuten im Zweifel, die ich jetzt extra gemacht hätte, wenn ich das neue Projekt schon angefangen hätte. Ja. Wobei am Freitag ist ja dann. Ich kann überlegen, am Freitag müsste ich dann das neue Projekt aufnehmen und das ist ja Abgabethemen. Also vielleicht doch erst am Samstag, mal gucken. Ah, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Und zur Überbrückung, ui, einfach mal das eine Spiel inklatschen, damit ich das auch endlich mal hier abgefrühstückt habe. Im nächsten Climax, vielleicht dann schon in ein paar Tagen. Und dann bei der Microsoft Flight Simulator. Mal gucken, was ich dann so das eine Spiel ins mache. Dann vielleicht mal wieder eher, ne, keine Reihen. Ich habe mit FCU gedacht, okay, mache ich jetzt meine eine Stunde in Reihe, dass ich jeden Teil einmal durchziehe. Und dann jetzt erstmal wieder so Einzelspiele, sage ich es mal, ne? Dass ich immer spontan entscheiden kann, was ich als nächstes spiele. Das mochte ich immer ganz gerne. Zu überlegen, okay, was machen wir denn jetzt mal für ein Spiel? Oh ja, das können wir mal testen. Wo ich jetzt immer schon wusste, okay, F-Zero wird das nächste. Und gerade jetzt auf dem Game Boy Teil gehe ich auch ein bisschen zu, hatte ich halt nicht so Bock, weil ich mir dachte, naja, jetzt die Game Boy Teil war schon nicht so geil. Langsam bin ich auch. Ich habe nicht mehr so Lust auf F-Zero. Aber jetzt sind es ja nur noch zwei Spiele. Also, wenn wir fertig sind, noch eins. Da ziehe ich jetzt auch noch durch, ne? So, war das die dritte Strecke. Okay. Mal gucken, ob wir den letzten Cup noch schaffen. Big Blue erstmal. Piep. Piep, Hoop. Hatten wir Big Blue schon? Ich glaube nicht. Also, wir müssen wieder coole Mucke hören. 3, 2, 1, go! Beep. Boah, voll antiklimatisch. So die Steel Drums irgendwie, die man gerade hört. Muss Metal sein. Wobei, es ist Wasser, Strand. Dann passt es vielleicht doch.
Gruselig. Die man bounce doch ganz schön krass von den Wänden ab. Schon ein bisschen stressig, aber passt schon. Wäre ich da rechts angefahren, wäre ich entweder gestorben oder ich hätte einfach den Jump des Jahrhunderts gemacht. Ich weiß nicht genau. Ein bisschen möchte ich es wissen, aber ein bisschen auch irgendwie nicht. Aua. Oh, da lang. Autsch, autsch, autsch. Autsch, autsch, autsch. Autsch, autsch, autsch. Dim, 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 dim. Badam. Bam, badam. Jetzt ein bisschen F-Zero GX spielen. Das wäre doch schön. Ja, vielleicht besorge ich mir das Spiel demnächst mal. Habe jetzt wieder Geld. 3 laps to go. Und dann irgendwann mal den Story Mode. Mal gucken. Ist halt so ein perfektes Zwischendurch-Let's Play, wenn ich immer wieder ein bisschen Zeit überbrücken muss zwischen irgendwas, ne? Nach so einem langen Projekt oder so, und mir denke, hey! Da kann man da gut zwischenklatschen. Und bis dahin muss ich auch wieder freigeschaltet haben. Also geduldet euch, ne? Also es dauert noch wahrscheinlich ein paar Jährchen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ein Folgeprojekt auf jeden Fall jetzt, ne? Was bald kommt. Wahrscheinlich sehe ich sowieso niemand mehr, bevor das kommt. Mit auch die Weiterführung einer Reihe, die schon länger nicht mehr auf dem Kanal vertreten war, die aber sehr bekannt ist für meinen Kanal und auch ein Spiel, das ich schon länger mal gewünscht wurde, von daher freut euch oder so. Und SpongeBob habe ich schon so halb verraten. Final lap. Überleg grad, was man noch so erzählen kann. Mein Leben ist langweilig momentan. Andi war da, Arbeit, Hausarbeit. Ende. Ansonsten verläuft mein Leben eigentlich ganz gut. Ich bin ganz zufrieden in meinem Leben. Das wird schon was heißen. Gerade eben, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mir jetzt so einen, hat es schon mal erzählt? Weiß ich nicht, ich habe mir so ein Whiteboard gekauft, was in meiner Küche hängt, wo ich mir jetzt immer so aufschreibe, was ich den Tag über machen will, so Dinge, die ich zu erledigen habe. Und gerade so in der Woche, als ich halt nach Hause kam von meinen Eltern, was ja auch noch gar nicht so lange ist, da hatte ich ja extrem viel zu tun. Ich habe einen Bankkontowechsel gemacht, ich habe jetzt endlich Online-Banking, oh mein Gott, es ist beeindruckend. Musste da viel organisieren und dann halt auch mit Hausarbeit und... Ich musste ganz viel Kram erledigen irgendwie und da habe ich halt wirklich mit diesem Whiteboard gearbeitet, mir alles aufgeschrieben. Und es hat funktioniert, ich habe alle meine Sachen geschafft und zwar wirklich auch innerhalb von Time, ne, nicht aufgeschoben. Das hilft wirklich sehr. Was ist denn da? Vor der, weiß ich nicht, Gehstock da irgendwie. Mistflow. Mist. Ja, momentan benutze ich es halt nicht so viel, weil momentan habe ich eh nichts zu tun, außer halt arbeiten und Hausarbeit schreiben. Also, weil wir damit rum sind, dann will ich ja auch ein bisschen was angehen, privat. Ein paar Dinge mal tun, die ich schon seit langer Zeit tun möchte. Ja. Hinweis, es hat was mit sportlicher Betätigung zu tun. Ja, dass man mal so was dann auch, ne? Dann läuft auch wieder. Wie gesagt, momentan einfach nicht viel zu tun. Deswegen schaffe ich halt nicht so viel, weil ich habe nicht viel zu tun. Aber generell bin ich sehr froh, dass es doch klappt, dass ich mich da so ein bisschen austricksen konnte. Dass ich damit wirklich arbeite und endlich auch meine ganzen Sachen geschissen kriege. Weil ich dann manchmal schon einer bin, der dann Sachen aufschiebt so ein bisschen und dann auch manchmal vergisst, ne? Ich denke mir so, ah ja, das will ich noch tun. Ah ja, da denke ich schon dran und dann... Nee, wieder weg aus dem Brain. Wie es halt bei jedem ist. Ich glaube, ich habe gerade geboostet, kann das sein? Irgendwie sah das Feuer gerade komisch aus. Was ist das für eine Strecke hier? Also Streckenführung. Der Rest ist okay. Ist halt ein bisschen nebelig. Nebelschlussleuchten an, dann passt das schon. Würden so eine Wagen überhaupt TÜV kriegen? Ich glaube nicht. Mhm.
two laps to go. Ja, jetzt habe ich schon lange nicht mehr geredet. Die längste Pause in meinen Videos jemals. Aber ist ja auch mal ganz schön, ne? Einfach mal die Schnauze zu halten. Wie es auch schon Mia Wallace in Pulp Fiction sagt. Man hat den richtigen gefunden, wenn man auch einfach mal die Schnauze halten kann. Final lap. Zur Musik kann ich was sagen. Ich bin jetzt auch nicht mal im 21. Jahrhundert angekommen. Ich habe jetzt Spotify Premium. Wow. Ich weiß, eigentlich halte ich nicht, oder was heißt, ich halte nicht so viel davon. Ich meine, in der Theorie ist es natürlich cool, für wenig Geld irgendwie alle Musik zur Verfügung zu haben, so ungefähr. 6,50 im Monat kostet es jetzt, weil ich es halt mit Andi mir teile jetzt. Das Problem ist, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass Musik dadurch so ein bisschen an Wert verliert, dass ich dann halt, keine Ahnung, dadurch, dass ich jede Musik zur Verfügung habe, höre ich halt ein Album und dann denke ich mir, okay, nächste und nichts bleibt in Erinnerung. Da bin ich halt so ein bisschen puristisch, ne, dass ich mir gerne ein Album oder so kaufe und dann 20 Mal höre, 20 Mal, 30 Mal höre, bis ich alle Lieder kenne und dann ist das nächste dran, so ungefähr. Und immer mal wieder zurückkehren, ne. Und das geht da vielleicht so ein bisschen verloren, aber da will ich mich auch selber so ein bisschen wieder, ne, dass ich halt nicht zu viel auf einmal runterlade. Noch Zeit lasse mit den ganzen Alben. Alben. Hören überhaupt noch Leute Alben heutzutage? Einzelne Lieder, Playlists. Ah, ich bin so alt manchmal, ne? Das ist schlimm. Also ich bin 22, das ist eigentlich ein Witz, aber... Oh, ich bin in der falschen Generation geworden. Nein, bin ich nicht. Ich bin also echt froh in diesem Satz. Also klar, auch, ne, 20... Die aktuelle Zeit hat so ihre Probleme. Gar keine Frage. Ich bin halt froh, in einer Zeit zu leben, in der man ohne Probleme eigentlich alte Sachen an alte Sachen rankommt. Was ich mir dann auch mal denke, ne, so 80, zum Beispiel so, keine Ahnung, 80er Jahre oder so, ne? Klar, ich mag 80er Filme und manchmal auch Spiele. Die sind schon wieder dann sehr alt, das ist manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber 80er Musik und alles ist ja schön, aber wenn ich, ich bin halt froh, da relativ durch Internet und so halt gut ranzukommen und da viel zu erfahren, ne? Klar können wir in 80ern geboren sein, aber da ist es natürlich auch viel schwieriger an zum Beispiel Musik oder Filme so ranzukommen. Sowas wie ein Home-Videomarkt gab es da noch fast gar nicht, ne? Nur mal als Beispiel. So, mal kurzer Verriss, weshalb ich, Verriss? Nein, ein kurzer Anriss. Warum es eigentlich schon ganz praktisch ist, in einer Zeit zu leben, in der man einfach die Medien konsumieren kann, die man möchte. Wenn man halt nur 80er Jahre Sachen machen will, dann macht man das halt einfach. Geht halt. So, weißt du? Ach, keine Ahnung, was ich jetzt wieder laber. Es ist spät am Abend. Also es geht. Vielleicht 20 nach 9. Vielleicht sind sie mich gleich noch ein bisschen in meiner Hausarbeit. Meine Hausarbeit ist halt auch lustig. Das Problem ist halt, dass meine Hausarbeit so komplett diesmal... Ich hatte halt echt Themenfindungsprobleme schon wieder. Und das Problem ist halt, dass ich irgendwie jetzt komplett... Also die... Hausarbeit besteht 50% aus das Buch, was ich bearbeite, nochmal zusammengefasst. Und der restliche 50% ist einfach nur meine Meinung, was ich so denke, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, so können wir es besser machen. So wird die am Ende aussehen. Was natürlich eigene Meinung ist, natürlich gerne gesehen in solchen Dingern, aber man soll es ja eigentlich auch so ein bisschen auf andere Quellen beziehen und so. Und das mache ich irgendwie fast gar nicht. Eine andere Quelle habe ich. Geil. Findest du dem Thema auch aber mal nichts. Ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch, also ich habe jetzt... Ich muss gerade überlegen. Vier. Nein, fünf. Fünf Seiten, ne? Nee, doch. Fünf Seiten. Oder? Ich bin mir gerade. Doch, fünf Seiten habe ich jetzt, genau. Fünf Seiten. Und eigentlich ist die Vorgabe so um die 12, aber ich denke, okay, das schaffe ich eh nicht. Wenn ich ein bisschen drunter bin, ist auch nicht schlimm. Ich habe schon meine mit 6 Seiten abgegeben. Hat auch funktioniert. Aber dazu kommen noch Einleitungen und Zusammenfassungen. Allein das wird 2 Seiten einnehmen. Das heißt, wenn ich nur 10 Seiten schaffen will, dann muss ich nur noch 3 schreiben. Und das schaffe ich irgendwie in 2 Tagen schon. Wie gesagt, die eine Seite, die ich jetzt vorhin geschrieben habe, habe ich eigentlich auch in knapp einer Dreiviertelstunde mal eben hingewichst. Natürlich, am Ende kommt dann noch der ganze Kleinkram, wie die ganzen Fußnoten einfügen, das Verzeichnis machen und bla bla bla. Das wird dann wieder ein bisschen nervig. Und ich hoffe, dass ich am Freitag dann auch echt nicht zu lange mir Zeit lasse mit dem Schreiben. Dass ich das abends noch gut hinkriege. Dass ich es dann noch zeitig abgeben kann. Wobei der Lehrer nett ist, also ich glaube, der Lehrer, der... Dozent. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich bis Mitternacht oder länger arbeite, dann würde mir das nicht übernehmen. Ist ja sowieso wegen Corona und so, ne? Sind ja tolerantere Abgabetermine, wurde ja schon gesagt, mit Kulanz und so. Ist okay.
Die eine Hausarbeit habe ich übrigens auch schon wiederbekommen, die ich vor kurzem abgegeben habe. Also wiederbekommen, die Note bekommen. Ist eine 2,0 geworden, denke ich mir so. Jo, absolut zufrieden mit. Congratulations. Beep, beep. Damit kann ich leben. Come on, first place. Beep, boop. Da haben wir die erste Strecke. Red Canyon. Ist nämlich für die gleiche Strecke, kann das sein? Heutigen Bronze. Warte mal, habe ich den falschen Cup ausgewählt? Ups. Nein. Ich glaube, ich habe den falschen Cup. Ich habe den falschen Cup ausgewählt! Lass mich raus! Ich hab's nicht gemerkt bei der ersten Strecke. 3, 2, 1, go! I surrender. Nein, ich. Boah, kann man noch eine behindertere Menüführung machen? Alter, komm. Lass mich aus. Lass mich aus? Lass mich raus. 3, 2, 1, go! Aufgeben. Nein. Select your mode. Grand Prix. Choose your difficulty. So, Neuling. Select your cup. Gold, ich habe den Bronze genommen, ne? Gold cup. Ich Affe. Ja, Entschuldigung. Da war ich ein bisschen braindead gerade. Ich habe es jetzt nur gemerkt. Port Town. Sex. So, jetzt wird alles gut. Gut, dadurch wird das einstellen wahrscheinlich ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Sorry, da war ich ein bisschen doof. Ich hab's zum Glück mir aufgefallen. Boost Fire! Geil! Oh Gott. Da gibt's immer wieder einen Rob im Hintergrund. R-O-B Rob. R-O-B Rob. Autsch. Komischer Streckenverlauf. Four laps to go. You've got a new booster. You've got a new booster. Booster Energy Drink. Energy Drink. Man, bin ich froh, da keine Sucht zu haben. Ja, wenn Andi da ist, gönne ich mir mal so ein, zwei. Das ist mal ganz nett, aber ansonsten freue ich das auch nicht. Oh, mein Leben zog an mir vorbei. Bum, bum, bam. Oh, bum. Entschuldigung. Die Portal-Musik merke ich mir mal nicht. War der Ratze? Oh Gott, das überlebe ich nicht. Sieht wirklich aus wie ein Rob. Ich glaube, wir werden doch nicht alle Strecken sehen. Sorry! Wisst ihr noch bei dem anderen F-Zero, bei Maximum Velocity, wo ich einfach immer keinen Bock mehr hatte und in den letzten 10 Minuten einfach nur noch spontan geredet habe, weil ich mir dachte, ich halte es nicht aus, dieses Spiel zu spielen. Ready? Go! Auf dem Level ist das Spiel zum Glück nicht. Bam. Bom. Bam. Bom. Bam. Das ist doch unfair. Oh Gott. Doofe. Kante. Indiana Jones und die Kante des Todes. Man sieht richtig, wenn ich nach hinten drücke dabei, dass ich richtig so einen Jump mache. Hier richtig so. Zack. Ne, warte mal, das macht doch nochmal. Ich hab nichts gesagt. Aua. Oh Gott. Let me drive. Immer wieder. Okay, kann er denn das auch besser um die Kurven bringen? So hier. Nicht, wenn man so benutzt, auf jeden Fall. Oh, schon. Jo. Schabambaba. La 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 la. Nettes Spiel aber doch. Ist okay.
Ist auf jeden Fall mehr F-Zero als komisches Maximum Velocity Kackdreck da. Ist es Maximum Velocity? Ja, ne? Gerade ist dieser Spieler? Ja, doch, doch schon. Verwechselt hat mit dem Hot-Wheels-Spiel, was ich früher mal hatte. Also, ich hab's auch immer noch. Nachdem ich mal gespielt hab. Hot Wheels Velocity X. Maximum Justice hieß es, glaube ich. Final Lap. Habe ich auch schon mal überlegt, das irgendwann nochmal zu spielen. Das habe ich als Kind halt auch besessen. Ab und zu gespielt. Ich fand das nie so cool. Weil ich als Kind ja immer sehr pazifistisch war. Heute ja nicht mehr. Ich liebe Gewalt. Nee, da hat man halt immer so Knarren. So Waffen auf dem Dach der Autos. Konntest einsammeln und den Gegner abknallen. Das war so ein bisschen so das Ziel. Weil es war eben auch kein Rennspiel. Du musst halt wirklich irgendwie so. Hattest so ein bisschen eine Story auch. Irgendwie in der Welt und musste da dann irgendwie Sachen, Missionen erfüllen, das war eben ganz komisch. Und jetzt gehen wir mal. Oh, Waffen, das ist böse, das mag ich nicht. Ja. War ein Weichling. Silence! Aber ja, irgendwie wäre das auch nochmal ganz nett, das vielleicht immer nochmal zu spielen. Und dann auch vielleicht mal durchzuspielen. Ist auch so ein sehr unbekanntes Spiel. Wäre ja durchaus mal eine Idee. Wieder ein unbekanntes Spiel zu spielen. Ist ein bisschen stressig, wie diese Streckenführung da unten so rumblinkt. Hat ihr das schon die ganze Zeit getan? Mir ist es nicht aufgefallen. Was ist diese eine Stelle da links? Seht ihr das? Ja, ne, da. Nee. Da hinten ist irgendwie so ein kleiner Streckenteil. Ihr seht, was ich meine, ne? Warum ist da was? Was zu bedeuten? Aua. Ach du Scheiße, was ist das für eine Strecke hier? Four laps to go. You've got a new booster. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Ei, ei. 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 Ein Pirat. Ei. Alter. Das ist eine krasse Strecke. Alter. Was ist hier los? Ich bin gerade rausgekickt. Sah ein bisschen so aus. Ach, ich glaube nicht. Alter! Was geschieht hier? Einfach nur Vierer werden, das ist mir sowas von ein Bumper gerade. Wenn wir nur irgendwie hier durchkommen. Ich will überleben. Ich will leben! Ich mag das Geräusch, wenn man runterfährt. Das seichte. Ein bisschen die Wand touchiert. Ich würde gerne gucken, wie lange ich jetzt eigentlich schon aufnehme oder mal checken, ob meine Aufnahme alles noch funktioniert, aber ich kann nicht. Ich muss so hart auf die Strecke konzentrieren. Der absolute Wahnsinn. Okay, zweiter. Mir egal. Wonderful. Finde ich auch. Ja, ist okay. Ehrlich, keine volle Punktzahl. White Land, nee. So. Ja, gucken, ob wir noch alle Strecken schaffen. Ellen ist ein Eisberg. Titanic. Ja, dagegen. Drin ist ein Steuerkreuz, glaube ich. Ready? Go! Diddle-ding. Oh Gott. Komplett langsam.
Natürlich, dass die Gegner genauso Probleme haben. Also ich kack strecken. Ja, yeah, okay, anders. Der Rhythmus schon erkannt des Liedes, ey. So ein geborener Musiker. Aua, 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 aua. Aua. Okay. Ich bin eine extra Runde, ist doch gar kein Problem. Da habe ich eine Abkürzung genommen. Glaube nicht. Wir haben immer noch Vierter. Alter! Wie man hier durchgenudelt wird, das ist doch ekelig. Okay, bin wieder im Rennen. Aufgeholt und eigentlich auch wieder lebenstechnisch auch ganz gut dabei. Ich habe nichts gesagt. Oh Gott, nein, das war ein Fehler, hier reinzufahren. Schlimmste Abkürzung, man verliert nur Leben und ist langsam. Und kommt hier nicht rüber. Boah, das ist ja richtiger Mumpitz hier, ey. Was ist das denn? Oh, nee, ey. Das ist eine sehr doofe Strecke. Sehr ungünstig. Alter! Wieder so knapp, ey. Two laps to go. Ich muss wieder aufpassen, dass ich nicht wieder die Kackstelle dann nehme. Da sah nämlich keiner was von. Na, lieber außen rum. Viel besser. Okay, Final Lap, das ist doch schon mal was. Das soll ich doch gerne. Ich will ja nicht noch irgendwie sterben oder so. Also vier Leute tot, was ist das denn? Ey, ich bin noch Erster, leck mich fett. Okay, das darf ich jetzt nicht verlieren. Ich werde es verlieren. Alles schmeckt genauso gegen die Wand. Ah, aber nicht gegen die. Ja, scheiße. Schade, ersten Platz noch verloren. Da gibt's Schlimmeres. Okay, zwei Strecken noch, ne? Ja, die ballern wir noch durch. Firefield. Jetzt in dem Verbrauch jetzt einheim alle meine Leben. Eigentlich schon nur die am Anfang hier schon durchzufahren. Oh Gott. Ich verstehe die Problematik der Strecke. Ist tatsächlich ein Field. Battlefield. Love is a battlefield. Okay. Ach, geht eigentlich. So schwer sind die Stellen gar nicht. Hier ist wahrscheinlich noch mehr. Das sind, ja. Oh Gott. Ja, okay. Aber auch einmal da drin landet, dann ist einfach Schicht. Dann ist Feierabend. Ach, Feierabend, schön. Heute ist auch gleich Feierabend. Ja, gucken wir mal, ob ich da noch ein bisschen Hausarbeit schreibe. Eigentlich hätte ich keinen Bock. Natürlich habe ich keinen Bock. Aber. Ja. Reicht doch, wenn ich morgen weitermache, eigentlich. Morgen einmal durchballern. Morgen einmal richtig durchballern, ne? Zwei Seiten schreiben. Dann habe ich tatsächlich schon 7. Ja, und dann.
mit Einleitung und Fazit, was ja schnell geht. Das mache ich dann, wichse ich dann am Ende noch schnell hin. Bin schon neu, dann muss ich noch eine Seite schreiben Freitag. Plus halt den Scheiß. Das krieg ich hin. Verdammt, Scheiße. Ja, wenn ihr das hier seht, bin ich eh schon fast durch, ne? Schon krass. Vergangenheit, zu euch spricht noch Vergangenheitsleon. Der noch gar nicht wusste, dass er am Freitag einen Nervenzusammenbruch haben wird. Ja. Aber noch Zeiten. Das wird noch gut gehen. Und er dachte, er schafft die Hausarbeit noch. Lull. Boah, ich freue mich richtig, ne? Auf den Tag, in dem ihr das hier sehen könnt. Ach du Kacke. Wow. Final lap. Einfach chillen dann. Das wird so schön. Also klar, ich muss arbeiten, ne? Und ich will ja ein paar Sachen angehen. Aber halt nicht mehr dieses Verpflichtende. Das ist schon angenehm. Ich bin halt echt kein Fan von diesen Hausarbeiten. Ich bin ja eigentlich, muss man sagen, ich schreibe ja gar nicht mal so ungern. Und ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Wird mir immer wieder gesagt. Also dieses auf Kommando schreiben. Und vor allem mit Vorgaben schreiben. So. Ihr müsst so viel Quellen benutzen. Das dürft ihr schreiben, das dürft ihr nicht schreiben. Und keine Ahnung, das nervt mich halt. Ne, ich will einfach schreiben, wie ich gerade Bock habe. So. Vielleicht auch mal ein bisschen umgangssprachlicher, wenn es passt. Dann halt mal wieder wissenschaftlicher, wenn es passt. So. Abyss Drop. Illusion. Letzte Strecke, Freunde. Eieieiei, okay. Das ist ein netter Effekt, dass man darunter das noch alles sieht. 3, 2, 1. Gute Strecke, hat sich gelohnt, dass wir noch mal ein bisschen. Das ist ein Auge. Zum Ende durchgehalten haben, auf jeden Fall. Inklusive cooler Musik. Ich verstehe die Problematik. Ach du Scheiße! Ich gebe keine Ranch. Also keine Begrenzung. Fahrbahnbegrenzung. Fahrspurende. Fahrspurende. Ach ja. 3, 2, ready? Go. Ja gut, im Zweifel, wir haben die Strecke gesehen, wenn ich jetzt hier noch verrecke, ist mir eigentlich auch egal. Okay. Ganz vorsichtig hier durcharbeiten. Nichts überstürzen. Oh, Alter. Alter! Okay, wir werden ja alle leben lassen. Aber ist nicht so schlimm, wie gesagt. Gib mein Bestes. Ja, Abyss Drop, ich sehe schon. Abyss. Entschuldigung, das heißt glaube ich Abyss wird es ausgesprochen. Ich habe es mal Abyss ausgesprochen. Aerith. Die Abyss ist ein cooler Film. Der immer noch kein Blu-ray-Release hat. Ich hasse es. Warum eigentlich? Das ist ein eigentlich recht bekannter Film von James Cameron, bevor Terminator 2 gemacht hat. Gibt's auf DVD. Richtiger Schmunz. Schmunz. Schmutz. DVDs gucken in 2020. Ich bin eigentlich, wie gesagt, keine Qualitätssucher, aber manchmal, wenn ich so DVDs echt anschmeiße, merkt man schon so, Qualität ist schon nicht so geil. Vor allem mit Untertiteln. Wenn ich mit Untertiteln gucke und die dann einfach so dreimal so groß wie bei Blu-Rays und so richtig hässlichen Schriftart mit richtigen krassen Drop-Shadow, wo ich mir auch denke, okay, ich möchte die Blu-Ray haben, bitte. Alter! Scheiße! Wie viel habe ich noch? Bin ich mal so langsam Game Over? Ja. Ich bin schon Game Over, okay. Gut, Leute, das war's. Die letzte Strecke war auf jeden Fall ein Meisterwerk. Optionen. Background, kann man ausmachen. Ja, hier. Rempelattacke. Ja, Turbo, man sieht's. Ah, ich hätte das ändern können. Oh nein. Okay. Ja. Jetzt ist auch egal. Okay. Hier, Link. Gameboy-Link erstmal anmachen.
Geht nicht, hab ich nicht. Gut, Leute, dann sage ich danke fürs Zusehen. Diese eine Stunde ist, ich hoffe, es gefallen. Die Tage geht's dann wahrscheinlich direkt weiter mit F-Zero Climax. Wenn es denn eine zumindest englischsprachige Übersetzung hat. Wenn es nur japanisch ist, dann macht das nicht so viel Sinn, glaube ich. Ich werde mal schauen, wie es läuft, aber ich glaube schon, dass es eine englische Übersetzung hat. Ich schau mal. Und wenn nicht, dann sehen wir uns bald beim Microsoft Flight Simulator wieder. Hoffentlich. Wenn es klappt mit dem Xbox Game Pass und so. Ja. Dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin. Tschüss.